Die Münchner Wohnen strebt an, bis 2030 klimaneutral zu sein. Um dieses Ziel auch einhalten zu können, setzt sie nicht nur auf einen nachhaltigen Wohnungsbau, sondern auch auf den Ausbau von E-Mobilität. In einem Pilotprojekt hat die Münchner Wohnen jetzt 50 Stellplätze mit E-Ladestationen ausgestattet. Hier können die Mieterinnen und Mieter für wenig Geld ihr E-Auto von zu Hause aus aufladen. Das eigene Auto bequem am eigenen Stellplatz laden. Das möchte die Münchner Wohnen ihren Mieterinnen und Mietern ermöglichen. Deswegen hat sie jetzt ihr neues Pilotprojekt im Parkhaus am Innsbrucker Ring vorgestellt. Wir wollten heute darauf hinweisen, wie wichtig es für die Münchner Wohnen ist, in unseren immerhin 28.000 Stellplätzen, die wir nicht nur für unsere Mieterinnen und Mieter, sondern teilweise auch für die Bevölkerung in den Stadtbezirken anbieten, wie wichtig es ist, E-Lademöglichkeiten zu schaffen, damit wir zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen, die E-Mobilität in München zu fördern. Die Münchner Wohnen arbeitet hier mit Elaway, einem norwegischen Unternehmen, zusammen, das sich auf den Ausbau von E-Auto-Ladestationen spezialisiert hat. Dieses Projekt hier ist jetzt im ersten Stock mit 50 Parkplätzen vorgerüstet. Das heißt, wenn jetzt die Mieter Interesse haben, beziehungsweise das Fahrzeug bestellt wurde oder jetzt schon auch ausgeliefert wird, können wir innerhalb von 14 Tagen tatsächlich dem Mieter eine Wallbox zur Verfügung stellen und dann kann der laden. Das ganze Gebäude hier, beziehungsweise die Garage, ist schon vorgerüstet. Das heißt, in Zukunft sollte der Bedarf wirklich steigen, was wir alle hoffen, können wir sehr, sehr schnell die zusätzlichen Stellplätze bis zu 179 dann auch anschließen. Die Münchner Wohnen plant in Zukunft, weitere Parkhäuser mit E-Ladestationen auszustatten. Doch jede Garage bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit sich. Deshalb muss der Ausbau individuell entschieden werden. Der Ausbau hat glücklicherweise hier hat es wenig Herausforderungen gegeben, weil wir hier einen sehr leistungsfähigen Hausanschluss haben. Aber wenn wir andere Garagen betrachten, wo der Hausanschluss von einem Haus angrenzend kommt, da ist es schon komplex und schwierig, dass wir eine leistungsfähige Stromleitung in die Garage bringen und dort dann für die Mieter Lademöglichkeiten zur Verfügung stellen können. Das ist manchmal mit einem neuen Hausanschluss behaftet, mit einer Erhöhung des Hausanschlusses oder mit einer Begrenzung der Stellplätze. Mieterinnen und Mieter der Münchner Wohnen, die ihren Stellplatz mit einer Ladestation ausstatten wollen, können sich ganz einfach an die Münchner Wohnen wenden. Alle Garagen, die vorhanden sind und ein Mieter stellt eine Anfrage zu seiner Garage, zu seinem Stellplatz, betrachten wir mit dem Mieter zusammen. Wir machen immer einen Termin mit dem Mieter vor Ort und beziehen den Mieter mit ein in die Möglichkeiten. Das ist auch, sind sehr transparent. Und betrachten es mit dem Mieter und zeigen auf, welche Möglichkeiten das es gibt. Also da, sobald eine Liegenschaft vorhanden ist und ein Mieter etwas beantragt, kümmern wir uns darum und versuchen, es möglich zu machen. Die Kosten für den Ausbau des Stellplatzes übernimmt die Münchner Wohnen. Die Mieterinnen und Mieter müssen lediglich einen monatlichen Betrag von 35 Euro an Elaway für die Ladesäule bezahlen. Nachhaltig mit Elektroantrieb in die Zukunft. So rückt das Ziel Klimaneutralität 2030 ein Stück näher.